Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Steamforged Games wurden damals durch ihr Tabletop-Sportspiel Guild Ball bekannt. Und das noch, bevor sie dicke Brettspiele mit Videospiellizenzen wie Dark Souls oder Horizon produzierten. Doch 2020 stellte das Studio nach 6 Jahren das Spiel plötzlich ein, obwohl es sich einer starken Beliebtheit erfreute. Nun hat sich Steamforged mit einer Art Entschuldigungsvideo und einem FAQ-Video zurückgemeldet und scheinen nach 4 Jahren wieder Pläne zu haben, zu Guild Ball zurückzukehren. Obwohl, hoffentlich klappt das, denn die Community scheint noch immer ganz schön vergrätzt zu sein, wenn man sich so die Kommentare überall durchliest. Christian von Brückenkopf Online und ich haben eine neue Folge unseres 2-wöchigen Hobby-Podcasts Radio Hobbybruch veröffentlicht. Auch in Folge 9 reden wir über unser Tabletop-Hobby, aber auch über all den anderen Kram, den wir so in unserer nerdigen Freizeit machen. Den Podcast findet ihr entweder bei Dice auf YouTube oder aber auf Spotify und allen gängigen Podcatchern. Für Warhammer The Old World könnt ihr jetzt wahre Oldtimer bei Games Workshop kaufen. In ihrer Made-to-Order-Reihe könnt ihr noch bis zum 5.2.2024 alte Charaktermodelle der Bretonen und der Gruftkönige von Khemri aus der alten Warhammer-Zeit bestellen. Diese Modelle haben locker über 20 Jahre auf dem Buckel und werden tatsächlich extra nochmal aus Metall gegossen und verkauft. Der Preis ist eigentlich in Ordnung, die zeitliche Begrenzung hingegen ist in meinen Augen schwierig. Gregor mag ja Massenschlachtsysteme, die sich wirklich massenschlachtig anfühlen. Und massenhaft den Dennis zu schlachten, ist irgendwie nicht das Richtige für ihn. Deswegen ist er grundsätzlich auch von Legions Imperialis angetan, weil man da wirklich große Verbände aufeinander hetzen kann. Da ihn Space Marines aber nicht so richtig reizen, hat er sich umso mehr über die Solar-Auxilier-Truppen für das Spiel gefreut. Gregor ist aber geizig. Und er besitzt einen 3D-Drucker. Deswegen wurde er hellhörig, als That Evil One einen neuen Kickstarter veröffentlichte mit 8mm Versionen seiner Luna Auxilia, Roma Ad Astra und Hack Ghost Armeen. Gregor mag die Designs, auch wenn sie natürlich nicht so extrem detailliert sind wie Minis im 28mm Maßstab. Außerdem sind so kleine Minis viel schneller bemalt und man kann fix eine spielbare Armee zusammenstellen mit Panzern. Vielen Panzern. Ja, Gregor, nimm jetzt bitte mal deine Pillen. Wer ebenfalls Lust auf kleinmaßstäbliche Truppen hat, guckt sich am besten die Vision Heroicus von That Evil One an. Für rund 60€ bekommt man jede Menge Dateien für die 3 verschiedenen Regimenter. Alles Mögliche an Stretch Goals ist schon freigeschaltet und wer noch mitmachen möchte, kann das bis zum 16. Februar 2024 tun.